an den vorderen Rand deiner Matte, deine Füße hüftbreit, deine Knie ganz weich. Heb deine Zehen alle nochmal nach oben, hinab, drück dein Großzehballen fest in die Matte und dann leg deine Zehen ganz entspannt wieder auf der Matte ab. Schieb die Außenseiten deiner Ferse in die Matte. Der Großzehballen bleibt fest verwurzelt. Stell dir vor, du hast an deinem Fußrücken einen Faden, der dein Fußgewölbe aufspannt und nach oben zieht. Wandere deine Beine weiter nach oben. Die Unterschenkel ziehen zueinander. Die Oberschenkel rotieren nach außen. Stell dir vor, du ziehst deine Oberschenkelrückseiten zueinander. Vielleicht kannst du spüren, wie dein Steißbein sich so fast schon alleine nach unten ausrichtet, zur Erde, dein Schambein sanft Richtung Nabel zieht. Wandere die Wirbelsäule weiter nach oben, dein Brustbein zieht zum Mundboden. Dein Kinn leicht Richtung Brustbein geneigt. Und der Nacken ist lang. Deine Schultern ganz sanft nach hinten und unten geneigt. Die Arme locker neben deinem Körper. Und hier komm an. In Tadasana, der Berghaltung. Sie verleiht dir Stabilität und Festigkeit. Spür, wie dein Atem ganz von alleine kommt und geht. Stell dir vor, wie du mit der Einatmung über deine Fußsohlen Energie von der Erde aufnimmst, sie nach oben ziehst, zu deiner Körpermitte, zu deinem Energiezentrum. Und ausatmend wandere die Wirbelsäule weiter nach oben bis zu deiner Schädeldecke. Einatmen, nimm Energie über deine Fußsohlen auf, zieh sie nach oben, zum Bauchraum, zu deiner Körpermitte und ausatmen, lass sie weiter die Wirbelsäule entlang nach oben fließen. Mach das ein paar Runden, ganz aufmerksam, ganz achtsam. Hast dir vor deinem inneren Auge einen großen, mächtigen Berg entstehen lassen. Fest verwurzelt. Und kein Sturm des Lebens kann ihn so leicht aus der Bahn werfen. Aus der Berghaltung bring mit der nächsten Einatmung die Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, zieh die Hände vor dein Herzraum nach unten. Hier verweile noch mal ein paar Atemzüge. Presse deine Handflächen aneinander. Zieh deine Schulterblätter noch mal aktiv nach hinten Richtung Wirbelsäule ran. Spür die leichte Öffnung in der Körpervorderseite, im Brustraum. Wie fließt dein Atem? Lass ihn ganz gleichmäßig werden. Mit der nächsten Einatmung bring beide Arme nach oben. Der untere Rücken ist lang. Leichte Rückbeuge aus dem oberen Rücken. Zieh hier einmal aktiv die Schulterblätter nach unten und Richtung Wirbelsäule heran. Spür die Aktivität im oberen Rücken. Der Ausatmung, lass die Arme über die Seite nach unten sinken, beug die Knie gerne ein Stückchen weiter an und komm in die halbe Vorbeuge. Die Arme
sinken nach unten, Oberkörper ganz parallel zum Boden. Auch hier verweile mal ein paar Atemzüge. Aktivität im oberen Rücken, die Schulterblätter ziehen wieder Richtung Wirbelsäule ran. Beide Füße gut geerdet. Das Sitzbeinhöcker ziehen nach hinten. Die Halswirbelsäule lang, der Blick nach unten ausgerichtet. Mit der nächsten Einatmung bring beide Hände auf das linke Knie. Tritt rechts einen großen Schritt zurück. Ihr Fuß leicht nach außen gedreht. Bring die Arme nach vorne oben. Eine Linie. Hier verweile wieder. Lass den Atem tief werden. Beide Fußsohlen gut geerdet. Zieh beide Oberschenkel energetisch zueinander. Der untere Rücken lang. Nabel nach innen gezogen. Dein Beckenboden aktiv. Mit der nächsten Ausatmung streck dein vorderes Bein durch. Bring den Oberkörper in eine Waagrechte. Deine Handrücken kommen an den unteren Rücken. Wirbelsäule lang. Blick nach unten ausgerichtet. Auch hier Aktivität im oberen Rücken. Zieh deine Schulterblätter zueinander. Beide Fußsohlen gut geerdet. Spür die Dehnung in der linken Beinrückseite. Mit der nächsten Einatmung winkel dein linkes Knie wieder an. Hände auf das linke Knie. Ausatmen, hol das rechte Bein wieder nach vorne, halbe Vorbeuge. Wieder Aktivität im oberen Rücken, Knie leicht angewinkelt. Mit deiner nächsten Einatmung beug die Knie ein wenig weiter und drück dich aus der Beinkraft nach oben, richte dich auf. Leichte Rückbeuge. Ausatmen, zieh die Hände vor dem Herzraum nach unten, lass sie weiter sinken. Nächste Runde links. Einatmen, bring die Arme über die Seite nach oben aus, vor dem Herzraum zusammen. Ein, öffne dich, leichte Rückbeuge aus dem oberen Rücken. Aus, halbe Vorbeuge, Aktivität im oberen Rücken. Schulterblätter ziehen zur Wirbelsäule und nach unten. Ein, bring die Hände aufs rechte Knie, tritt links einen großen Schritt zurück. Bring die Arme nach vorne oben, eine Linie, linkes Bein, die Arme. Auch hier halte wieder ein paar tiefe Atemzüge. Fußsohlen fest geerdet, zieh beide Oberschenkel zueinander. Aktivität im Beckenboden, der untere Rücken lang. Zieh deine Sitzbeinhöcker nach unten, zu den Fersen hin. Mit der nächsten Ausatmung streck dein vorderes Bein durch, bring die Hände an den unteren Rücken, beug dein Oberkörper in eine Waagrechte. Wirbelsäule lang, Blick nach unten ausgerichtet. Auch hier nimm ein paar tiefe Atemzüge. Mit der nächsten Einatmung beug dein rechtes Knie wieder, Knie oberhalb vom Knöchel. Ausatmend, hol dein linkes Bein wieder nach vorne, halbe Vorbeuge. Aktivität im unteren Rücken, Knie leicht angewinkelt. Mit der nächsten Einatmung geh ein Stückchen weiter in deine Knie, drück dich aus der Beinkraft nach oben, die Arme über die Seite nach oben, Handflächen zueinander. Ausatmen, zieh die Hände vom Herzraum nach unten. Nächste Runde rechts. Atme ein, bring die Arme über die Seite. Atme aus, Hände vor dem Herzen nach unten. Atme ein, öffne dich. Atme aus, halbe Vorbeuge. Atme ein, rechts tritt weit nach hinten. Arme nach vorne oben, eine Linie. Atme aus, komm in die Pyramide. Vorderes Bein strecken, Hände an den unteren Rücken. Oberkörper in der Waagrechten. Einatmen, links wieder anwinkeln. Rechts nach vorne holen, ausatmend, halbe Vorbeuge. Einatmend, richte dich auf. Leichte Rückbeuge. Aus, Hände
vor den Herzraum nach unten sinken lassen. Atme ein, Arme über die Seite, atme aus, Hände vom Herzraum. Atme ein, öffne dich, atme aus, halbe Vorbeuge. Atme ein, links dreht einen weiten Schritt nach hinten, eine Linie hinteres Bein, die Arme. Atme aus, vorderes Bein strecken, Hände an den unteren Rücken in die Pyramide. Atme ein, rechts anwinkeln, atme aus, links vorholen, halbe Vorbeuge. Atme ein, Arme über die Seite nach oben. Atme aus, Hände vorm Herzen zusammen. Atme ein, atme aus, Hände vom Herzen. Atme ein, leichte Rückbeuge. Atme aus, halbe Vorbeuge. Atme ein, rechts tritt nach hinten. Eine Linie, die Arme anheben, nach vorne oben. Atme aus, vorderes Bein durchstrecken, in die Waagrechte. Atme ein, linkes anwinkeln. Atme aus, rechts vorholen, halbe Vorbeuge. Atme ein, Arme über die Seite nach oben. Atme aus, Hände vor den Herzraum nach unten. Einatmen, ausatmen, Hände vor den Herzraum. Einatmen, öffnen. Aus, halbe Vorbeuge. Ein links tritt nach hinten, Arme nach vorne oben, eine Linie. Atme aus, vorderes Bein strecken in die Pyramide. Atme ein, rechts anwinkeln. Atme aus, links nach vorne holen, halbe Vorbeuge. Atme ein, nach oben hin öffnen. Atme aus. Komm an wieder in der Bergstellung. Halte einen Moment inne. Lass deinen Atem sich wieder beruhigen. Verlängere gerne deine Ausatmung. Wir nehmen noch eine runde Variante mit dem Hält 2 und im gedrehten Dreieck. Atme ein, atme aus, Hände vom Herzen zusammen. Atme ein, öffne dich. Atme aus, halbe Vorbeuge. Atme ein, rechts tritt nach hinten. Arme eine Linie. Atme aus, dreh dich auf, bring die Hände in die Waagrechte. In die Heldenposition. Schau, dass dein linkes Bein nach außen rotiert, dein Knie ungefähr, wenn es nach vorne zeigt, über der zweiten, dritten Zeh. Beide Füße gut geerdet. Auch hier zieh deine Oberschenkel wieder energetisch zueinander. Der untere Rücken ist lang, Steißbein zieht zum Boden hin. Der Beckenboden aktiv. Nimm den Blick mit über die vordere Hand, deinen Mittelfinger. Lass die Schulter nach unten und nach hinten sinken. Fühl dich auch stark wie ein Held geerdet. Mit der nächsten Einatmung lass den linken Unterarm auf dein linkes Knie kommen. Zieh den rechten Arm weit über deinen Kopf nach vorne Richtung Ohr. Auch hier halte ein paar Atemzüge. Spür die Öffnung in der rechten Flanke bis in deine Fußspitzen hinein, bis in deine Fingerspitzen hinein. Mit der nächsten Einatmung öffne dich wieder nach oben in den Helden, Arme waagrecht, Schultern tief. Mit deiner nächsten Einatmung öffne dich, bring den linken Arm nach oben, der rechte geht an die rechte Oberschenkelaußenseite. Blick nach oben gerne mitnehmen, wenn es der Halswirbelsäule gut tut. Auch hier bleib wieder ein paar Atemzüge.
der nächsten Einatmung kommen wir wieder zurück in den Helden. Der hintere Arm macht einen großen Kreis. Komm mit beiden Armen nach unten auf den Boden. Eventuell brauchst du vielleicht Blöcke zur Unterstützung, wenn du hast. Erde die rechte Hand gut. Mit der nächsten Einatmung öffne dich von der linken Seite her. Der Arm geht nach oben. Blick entweder zur Seite ausgerichtet oder mitnehmen. Auch hier bleib wieder ein paar Atemzüge. Spür die Drehung in deine Wirbelsäule. Aktivität in deinen Beinen. Ausatmen lassen, linken Arm wieder nach unten sinken. Komm, einatmen wieder nach oben. Eine Linie, hinteres Bein und die Arme. Ausatmend. Senk die Hände wieder auf dein linkes Knie. Einatmen, hol das rechte Bein nach vorne in die halbe Vorbeuge. Hier bleib noch einmal. Breite deine Arme aus wie Flügel, wie ein Adler. Die Knie sind weich. Oberkörper waagrecht zum Boden, Blick nach unten ausgerichtet. Zieh deine Fingerspitzen einmal weit nach außen, die Schulterblätter zueinander. Ausatmen, lass dich einmal rund in die Vorbeuge sinken. Den Kopf hängen. Beug die Knie so weit an, wie es deinem unteren Rücken gut tut. Und dann drück dich aus der Beinkraft wieder nach oben. Fußsohlen in die Matte schieben, roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Bring die Arme nochmal mit nach oben. Und ausatmen, zieh sie vor deinem Herzraum nach unten. Komm wieder in der Bergstellung an. Atme einmal zwischen. Atme ein, atme aus, bring die Hände wieder vor dem Herzraum zusammen. Atme ein, öffne dich nach oben. Atme aus, halbe Vorbeuge. Atme ein, links tritt weit nach hinten. Arme nach oben in eine Linie. Atme aus, komm in die Heldenposition. Rechter Oberschenkel nach außen rotiert. Steißbein zieht nach unten, beide Fußsohlen gut geerdet, zieh deine Oberschenkel zueinander, deine Fingerspitzen wollen nach außen, dein Blick folgt über die rechte Hand nach vorne. Mit der nächsten Einatmung beug den rechten Arm an, leg den Unterarm auf das rechte Bein ab, zieh den linken Arm nach vorne über den Kopf Richtung Ohr. Halte hier auch ein paar Atemzüge. Mit der nächsten Einatmung komm wieder nach oben in den Helden. Einatmend, linker Arm sinkt Richtung Oberschenkel, der rechte geht nach oben Richtung Decke. Nimm den Blick gerne mit. Auch hier nimm ein paar tiefe Atemzüge. Mit der Einatmung komm wieder zurück in den Helden, Arme waagrecht. Mit der nächsten Ausatmung macht der linke Arm einen großen Kreis. Dreh dich nach vorne, komm mit beiden Händen nach unten. Gerne auch hier wieder auf Blöcke, rechtes Bein durchgestreckt, wenn möglich, ansonsten beug es an. Erde deine linke Handfläche gut und dreh dich mit der nächsten Einatmung auf. Blick geht mit,
Entweder in die Waagrechte oder nach oben. Wirbelsäule ist ganz lang. Den Atem ganz tief fließen. Aus, beide Arme wieder nach unten bringen. Ein, komm wieder nach oben, eine Linie. Ausatmen, Arme senken, links nach vorne holen, halbe Vorbeuge. Einatmen, komm weiter in den Vogel, beug deine Knie weiter an, breite deine Arme aus, Wirbelsäule parallel zum Boden. Fingerspitzen ziehen weg vom Körper, die Schulterblätter ziehen Richtung Wirbelsäule ran. Spür die Aktivität im oberen Rücken. Ausatmen, lass dich rund nach unten sinken. Lass dich in der Vorbeuge einmal aushängen. Lass den Kopf ganz locker. Beug die Knie so weit an, wie nötig. Einatmen, drück beide Fußsohlen aktiv in die Matte und roll dich langsam rund, Wirbel für Wirbel wieder auf. Bring die Arme nach oben. Ausatmen, zieh die Hände vor deinem Herzraum nach unten und komm wieder in der Bergstellung an. Lass den Atem wieder ein wenig ruhiger werden.